Moin, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt hier zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Bed Wars. Zusammen mit Dazzly Self. Neu dazugestoßen in unsere kleine Runde. Und Sir Pokecraft. Dann haben wir noch LP Luke mit bei uns im Team. Den kenne ich ehrlich gesagt nicht. Ihr vielleicht, ich weiß es nicht. Wollen wir mal gucken, Team Grün. Wir spielen schon wieder Rainbow, genauso wie gestern auch. Haben wir ja aber gestern gar nicht mal so schlecht gemacht. So, der ist die Safe. Du kannst fast bridgen, aber bridge noch ein bisschen hoch, bitte. Ich meine, ist natürlich schön. Ja, Gas geben. Kannst du nicht springen, oder was? So, versuchen wir mal eine schnelle Runde hier. Sir Pokecraft, was hast du versucht? Ich habe es leider nicht gesehen. Das war scheinbar nicht gut. So, dann lass uns noch mal schon mal ein bisschen Gas geben versuchen. Wir bauen schon mal mit am höchsten. Hervorragend. Alter, läuft bei ihm. Das war Team Rot. Kurz nicht aufgepasst, würde ich behaupten. Trotz, nur noch ein Herz. So ein Mist. Ja, danke. Das war natürlich der Schlag, der uns noch gefehlt hat. So, jetzt müssen wir aber auch mal unser Bett ein bisschen sichern, oder? Was habt ihr hier gemacht? So ein bisschen notdürftig. Okay, notdürftig, nicht im Ernst. Einfach mal nicht gesprungen. So, eine ordentliche Spitzhacke. Also wir haben ein gutes Team, ne? Läuft bei uns. Ich glaube, ich nehme noch Stock, die einfache Rüstung und Blöcke. So, und dann versuchen wir mal wieder irgendwo. Wo haben wir denn aktuell ein bisschen, wo können wir unterstützen? Gut, die sind beide down. Ist nicht im Ernst. Wie schlecht ist das denn? Da bauen wir hier nochmal ein bisschen rüber. Danke. Mist. Oh, wer ist denn hier so freundlich? Brauchen wir nur noch den hier und den, dann sind wir richtig gut geschützt. Jetzt noch ein paar Blöcke und ab dafür. Na, vielleicht noch ein Stock. Noch ein Stock, bitte. Da. Bitte, danke. Der soll nicht mal nerven. Trottel. Was machst du denn?
Aber guckt auch ein bisschen nach hinten, bitte, sonst unsere Base ist aktuell ungesichert. Oh nee, ich war fast durch. Das war richtig knapp. Jo. Sehr schön, Jungs. Na, wer hat den gekriegt? Pokecraft oder ich? Ah. Läuft doch ganz gut. Ja, bin kurz essen. Na, dann mal Mahlzeit, wa? Ach, warte. Ich wollte. Naja. Mahlzeit. Mahlzeit schreibt man. Team Gelb wurde vernichtet und jetzt hat Lila noch zwei Spieler zu bieten. Sind die denn bei sich in der Base oder wo sind die wohl? Naja, die sind glaube ich abgedampft vorhin. Das war wieder einer weniger. Und guck mal, da haben wir auch noch einen Lila drin. Vielleicht kriegen wir den zumindest. Aber es ist hoher Fallschaden hier, ne? Mist. Kann ich mehr viel gehabt haben. Aber das ist der letzte. Das schafft ihr schon. Aber ist gut equipped. Ganz so einfach macht das sich nicht. Das ist wahrscheinlich auch nicht umsonst der letzte arme Überlebende. Wurde von Dentix TV. Vielleicht nimmt Dentix TV ja auch auf. Hört sich zumindest ein bisschen danach an. So, da ist er down. Was? Wie ist er denn da wieder raufgekommen? Das irgendwie, was ist das? Was ist falsch mit ihm? Gibt's ja gar nicht. Jetzt hängen wir uns so lange hier noch an diesem letzten Heini auf. Gibt's ja nicht. Das kann's doch jetzt echt nicht sein. Also, geben wir Gas. Ich glaube, wir holen uns auch einfach einen Bogen, oder? Das ist auch gerade ein bisschen Gold gespawnt. Für uns. Hm, toll, brauchen wir gar nicht mehr. GG, ein Kill haben wir immerhin dazu beigetragen. Ansonsten vielleicht ein bisschen zur Verteidigung. Schöne Runde. Ich würde sagen, wir legen einfach noch eine zweite Runde ran, weil die so schnell ging. Ich würde sagen, also bis gleich. So, liebe Zuschauer, weiter geht's. Wir legen noch eine neue Runde dran. Sir Procraft. Ja, hat uns wie gesagt aktuell verlassen, denn er muss was essen. Wir spielen wieder zusammen mit Deathly Self. Ja, verlesen. War auch immer, gerade eben war da noch jemand anderes. Das wechselt gerade noch so ein bisschen, jetzt ist er wieder weg. Newcomer Gordy 971, also eigentlich fehlt uns noch einer, wobei wir dann schaffen uns auch zu dritt, oder? Ja, ne? Ich denke schon, mit dem Newcomer zusammen, naja, es ist noch gerade jemand dazugekommen. Oh Gott. Genau, alle laufen nach links. Nur wir laufen rechts rum. Ja, gib ihm. Krass. Immer schön hoch hinaus. So, Newcomer Gordy, du bist schön rosa angezogen. Kannst du dich denn ums Bett kümmern? Bist du so freundlich? Nö, bist du nicht. Danke.
Machen wir das mal, komm. Wir haben ja gerade ganz gut Blöcke gekriegt. Das reicht doch. Ja, noch nicht ganz. Och Gott, 28 Blöcke mit in den Tod gerissen. Das glaube ich doch nicht. Die anderen bauen auch ziemlich hoch. Das war auch dumm und riskant. Bau. Ja, bau, bau, bau. So, das Bett ist halbwegs sicher. Wir können ins Spielgeschehen eingreifen. Wenn wir das nächste Mal wiederkommen und hier ohne Ende Blöcke liegen, dann bauen wir noch mal ein bisschen weiter vielleicht. Erstmal nicht. So, die Linken geben Gas, ne? Da müssen wir deutlich höher. Und zwar wahrscheinlich schon ab hier. Ja, jetzt sind wir down. Zum Glück haben wir das Bett schon minimal eingebaut. So, bisher haben wir noch keine Hilfe. Wir versuchen jetzt endlich mal aktiv hier teilzunehmen. Teilnehmerkarte haben wir. Alter, das war auch knapp. Die Grünen hier, ne? Die nerven so ein bisschen. Ich mache hier mal ein bisschen Weg. Hier wollten wir eigentlich nicht hin. Ah, zu viel Fallschaden, scheiße. Okay, hier ist auch schon wieder ein bisschen Action. Oh, einfach mal runtergefallen. Das hilft natürlich unserem Team hervorragend. Komm, wir wollen doch jetzt nicht noch. Wir haben jetzt dieses Wochenende 3 Folgen gewonnen. Also echt eine kleine Serie. Ein bisschen Glück gehabt. Und mal sehen, was die heutige Folge gibt. Ob es der 4. Sieg in Serie werden kann. Oder ob die Leute uns jetzt ziemlich schnell runterhauen. Team Grün, wie gesagt. Dem machen wir ein bisschen Sorgen. Ich krabbe da einfach nie dieses Timing, dass ich die Typen noch treffe. Mann, ey. Ist ein harter Kampf hier, ne? Aktuell. Die ganze Zeit eigentlich schon, nicht nur aktuell. Oder links baut zumindest gerade mal einer rüber. Wir bauen hier mal ein bisschen weiter, genau. Oder wir gucken, ob wir ein bisschen Gold holen. Toll, wir haben gar keinen Spitzhacker am Start. Das ist eine einfache Ladung Gold. Bin wieder da. Kannst du mich gleich zur Party hinzufügen? Ja, kann ich gleich machen. Aber erstmal müssen wir diese Runde hier noch zu Ende zocken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die dauert noch eine kleine Weile. Verlesen ist gestorben. So, dann haben wir doch gleich einen neuen schönen Weg hier. Und unsere Blöcke werden nicht ganz reichen. Schade. Sehr, sehr, sehr schade. Hilfe in der Mitte, bitte. Oh, scheiße, ist das ärgerlich. Ich habe keine Spitzhacke mitgenommen. Ich glaube, so kriegen wir nicht mehr Blöcke raus, ne?
Aber so kommen wir doch da irgendwie hoch. Und mal nochmal Gold. Jetzt noch den hier wegkriegen. Und dann sind wir in Sicherheit mit 16 Gold. Das darf man auch keiner zählen. Und dann fliegen wir sofort runter. Dann können wir uns aber den Megabogen mal holen. Mal ein bisschen Bogenspam. Aber erst nochmal. Oh Gott. Ist auch alles ein Mist hier. Wer spielt denn im Team? Gibt's ja aber nicht solche Leute immer. Ja, es macht auch Sinn, zumindest eine Spitzhacke noch mitzunehmen. Und eine Handvoll Blöcke. Nur weil wir einen Bogen haben, den Powerbogen, können wir nicht auf alles andere verzichten. Alter, was für wirre Gebilde hier. Ich versuche jetzt mal auf Gelb zu gehen, oder? Ich meine, Gelb... Was ist denn Deathly Self eigentlich? Ich brauche irgendwie ein bisschen Unterstützung. Alleine? Alter, da war ein Loch. Alleine ist es ein bisschen riskant. Ah, schon wieder so viel Gold. Schon wieder noch eine Ladung gekommen. Dann holen wir uns die doch auch noch. Wir haben 12 Gold. Das müsste ja auch eigentlich fast down sein, der Gelbe. Dürfte nicht mehr viel Energie haben. Oh ne, hat gezählt. Wir haben Kill gekriegt. So, zwei Teamkisten. Ich sie fast weggeschmissen. So, das ist safe. Komm. Ich gehe in die Mitte. Etwas Sucht, die ist gestorben. So, grenzenloser Gold vorkommen hier, ne? Oh, da haben wir auch einen Bogenschützen da hinten. Mal gucken, ob wir besser sind. Der da hinten nervt ein bisschen. Na, laufen wir erstmal zurück. Oh nein. Hätten wir doch besser noch den Bogen in die Truhe gepackt. Ach Gott. Wie sinnbefreit.
Komm, wir haben uns ja schließlich auch das ganze Gold geholt, ne? Können wir es auch komplett wieder verbrauchen. Hier mal ein bisschen. Keine Blöcke mitgenommen. Sehe ich das richtig? Das sehe ich ganz richtig. Wir kommen so nicht richtig voran hier, ne? Ich ja, bin auch gerade mehr so ein bisschen mit Goldspielereien beschäftigt, anstatt mal ein bisschen Gas zu geben und versuchen auch mal echt mal einen Gegner zu killen. Nur 5. Dafür laufen wir doch nicht extra hier hin. Lila wurde von einem Grün zerstört. Unser Bett wurde auch zerstört. Oh nein, wir haben verloren. Wir haben verloren. Wir haben ihn zwar noch getroffen, aber... Leider schade, wir sind raus, wir haben nicht aufgepasst, es tut mir leid. Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen, hoffe die Folge hat euch ein bisschen gefallen, das ganze Wochenende Bad Wars hat euch gefallen und ihr schaltet dann auch nächstes Wochenende wieder rein. Bis dahin, schönen Tag noch, schönen Abend und tschüss.